So, dann starten wir mit der Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC. Ich darf die beiden Trainer hier auf dem Podium begrüßen und zunächst Paul Dardai um sein Statement zum Spiel bitten. Erstmal gratuliere an Stuttgart. Nach der zweiten Halbzeit, wie wir das erlebt haben, was wir gesehen haben, haben sie verdient gewonnen. Nochmal zurück zur ersten Halbzeit. Ich glaube, das war ein nicht schönes Spiel. Irgendwie, dann gehst du zum 1-0-Führung. Eine unsichere Stuttgart habe ich gesehen. Wir haben nicht ausgenutzt, diesen Moment, wo man hier Punkte mitnehmen kann. Ja, weil gehst du rein zum Halbzeit. Wir haben gesagt, jetzt aufpassen, Stuttgart wird alles mobilisieren. Jetzt muss man einen Konter bis zum Ende führen. Zweiter Tor suchen, bleib bei den Kontrolle. Und die zweite Halbzeit, wir haben keinen Spieler gehabt in der Mitte, die die Kontrolle übernommen hat. Deswegen haben wir noch wechselt, wer da drunter, du da rein, paar sichere Fußballer, unsere Stärke sind die Kombination Fußball, Passschärfe, ja, Kontrolle haben und dann haben wir das trotzdem nicht hingekriegt. Dann die zweite Halbzeit, ein bisschen Stuttgart habe ich gesehen, gut organisiert, natürlich Mario mit seiner Klasse 2 schöne Tor geschossen und durch dieses Heimpublikum haben sie verdient gewonnen, müssen wir akzeptieren. Zum Schluss haben wir noch versucht, die Punkte zu retten, haben wir noch ein paar Wechselungen gemacht, haben mehr Torschuss, haben wir rausgezählt, aber so große, riesige Torschance habe ich nie gesehen. Deswegen, wie war das vor dem Spiel? Fans wollen sie 9 Punkte, die Mannschaft 7, die Trainer 4. Die 4 wird auch schwer genug. Ja, ich bin immer realistisch, ich weiß, wie es die Bundesliga, ich weiß, wie es die Köpfe sind bei den Spielern. Ja, vielleicht das war zu viel für uns jetzt. Viele Siege wieder, ein Tick zu zufrieden. Das ist immer gefährlich. Und jetzt haben wir Dienstag hartes Spiel gegen Augsburg. Vorbereiten wir ab diesem Moment für dieses Spiel. Das muss man vergessen. Und auch die letzte Spiel Leverkusen wird nicht einfach. Vielen Dank, Paul Dardai und Markus Weinzierl macht weiter. Ja, Glückwunsch meine Jungs und auch ein Riesenkompliment für die zweite Hälfte. Ich glaube, dass wir erste Halbzeit natürlich zurücklagen, hat seine Gründe gehabt, weil wir keinen Zugriff bekommen haben, aber in der zweiten Hälfte eine super tolle Reaktion gezeigt haben, mehr Mumm gezeigt haben, mehr Mut gezeigt haben, mehr Zweikampfstärke an den Tag gelegt haben, auch besser in die Zweikämpfe gekommen sind und dann auch besser Fußball gespielt haben und mit der Einwechslung von Donis auch nochmal Schwung gebracht haben, den Ausgleichstreffer erzielen durch Mario Gomez und dann natürlich auch das zweite obendrauf durch ihn. Das ist natürlich für ihn super, freut mich unheimlich für ihn und für die ganze Mannschaft. Das ist keine Selbstverständlichkeit heute, so eine Reaktion zu zeigen, wenn du so eine erste Hälfte spielst in so einem wichtigen Spiel mit unseren Problemen in so einer schwierigen Situation. Deswegen ist es gar nicht hoch genug zu bewerten, was die Mannschaft in der zweiten Hälfte geleistet hat, geliefert hat und die Fans da mitgenommen hat und mit Hilfe der Fans dann auch 2 Tore erzielt hat und das Spiel für uns entschieden hat. Und deswegen freuen wir uns heute. Wir wissen natürlich auch, dass wir jetzt noch 2-mal uns den Problemen, die wir haben, stellen und 2-mal alles raushauen. Und dann hoffe ich, dass wir eine gute Ausgangsposition haben, um dann im Nicht-Abstiegskampf zu bestehen in der Rückrunde. Dankeschön. Vielen Dank, Markus. Wir kommen zu Ihren, euren Fragen an die Trainer. Hier ist die erste. Herr Weinzierl, aktuell ist es ja so, wenn bei Ihnen ein Spieler einen Platz verlässt, bekommt man ziemlich schnell irgendwie Sorge, da könnte was Ernsteres sein. Können Sie schon was zu Shadrach Akolo sagen, der kurz vor Schluss raus musste? Er hat einen Schlag bekommen und nichts Schlimmes, denke ich. Heiko Hinrichsen macht weiter. Ja, eine Frage sei noch erlaubt zu Mario Gomez. Haben Sie immer an ihn geglaubt? Also offiziell haben Sie immer an ihn geglaubt, aber war das, wie sah es in Ihnen drin aus? Und jetzt auch, glauben Sie, dass das jetzt sozusagen die Initialzündung für ihn war, dass er jetzt wieder wie gewohnt in schnelleren Abständen trifft? Naja, ich sage immer alles offiziell, was ich denke und bin immer offiziell und habe immer an ihn geglaubt und habe gewusst, dass er ein Top-Torjäger ist. Und wenn man sich seine Zahlen anschaut, dann hat er in 311 Bundesligaspielen 166 Tore gemacht. Und das lügt einfach nicht, wenn du ein Stürmer bist, dann kannst du auch deine Tore machen. Natürlich ist er ein bekannter Name, der viel diskutiert wird, wenn du die Tore nicht machst. Und der VfB und wir haben in den letzten Wochen zu wenig gemacht. Das steht außer Frage und er hat auch Chancen liegen gelassen. Und dann wird es thematisiert. Aber ich wusste immer, dass er seine Qualitäten vorm Tor hat. Und wenn wir die Chancenanzahl hochschrauben können und uns viele Chancen erarbeiten können, dann wird auch seine Quote wieder stimmen. Und heute war er sehr, sehr effektiv. In der zweiten Hälfte waren wir präsent, waren im 16er, wo er eben seine Stärken auch hat. Und deswegen hat er auch seine Tore gemacht. So, Christoph Fischer. Trotzdem, Herr Weinzierl, haben Sie nach der ersten Halbzeit wirklich dran geglaubt, dass es nochmal so eine Wende gibt in diesem Spiel für Ihre Truppe?
Ja, ich glaube, sie haben auch in der Halbzeitpause so gesagt und habe gesagt, dass wir aktiver sein müssen, haben das System umgestellt, sind mutiger vorne drauf und habe gesagt, dass wir jetzt das Herz in die Hand nehmen müssen und uns der Situation wehren müssen. Und nicht, die Jungs haben dran geglaubt, weil sonst wäre es nicht möglich gewesen, so eine Reaktion wie in der zweiten Hälfte zu zeigen und vor allem so eine Leistung gegen eine gute Herthaner Mannschaft so 45 Minuten zu dominieren und verdient zwei Tore zu erzielen, ist keine Selbstverständlichkeit. Dafür brauchst du auch den Glauben. So, gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann danken wir für den Besuch und wünschen Ihnen allen guten Nachhauseweg.